Wiki Stammtisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Lydia Pinscher. Hallo. Hallo, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Lydia Pinscher. Ich mache bei Wikimedia Deutschland das Produktmanagement für Wikidata. Großartig. Den Hörern sei gesagt, dass wir dieses Gespräch schon einmal geführt haben, aber meine Aufnahmesoftware hat versagt. Darum kann ich euch nur sagen, es war so ein interessantes Gespräch, dass wir das unbedingt wiederholen müssen und das tun wir jetzt. Und mein Enthusiasmus ist ungebrochen. Du bist Produktmanager für Wikidata. Was ist Wikidata? Wikidata ist eine Wissensdatenbank, ist ein Schwesterprojekt von Wikipedia. Und wir haben das vor 4,5 Jahren angefangen, daran zu bauen, weil wir in Wikimedia haben wir etwa 300 Sprachversionen von Wikipedia und noch ganz viele andere Projekte. Wiktionary, Wikiworld, Wikimedia Commons und so weiter. Und innerhalb dieser Projekte haben wir ganz unterschiedliche Aktivität und auch Inhalte. Es gibt sehr große Wikipedien, es gibt sehr kleine Wikipedien. Und was wir mit Wikidata ursprünglich machen wollten und jetzt auch tun, ist eine zentrale Stelle bauen mit einer sehr aktiven Community, die Daten pflegen, die dann in all diesen Projekten benutzt werden können und nur einmal gepflegt werden müssen. Wikipedia, da macht man, also ich nehme es jetzt mal als Hauptprojekt, ist ja auch datenbankbasiert, da schreibt man ja auch Daten rein. Was ist jetzt der Unterschied da zu Wikidata? In Wikipedia schreiben ganz viele tolle Autoren. Unbedingt, ja. Ganz tolle. In Wikidata geht es mehr darum, strukturierte Daten zu erfassen. Was sind strukturierte Daten? Ein Beispiel wäre, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Oder wie lang der Rhein ist. Oder wer der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und diese Daten können dann in Wikidata zentral abgelegt werden und von allen Wikipedien, von den ganzen anderen Wikimedia-Projekten, aber auch von anderen außerhalb von Wikimedia benutzt werden. Ich könnte ja in einen Wikipedia-Artikel reinschreiben, der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten ist Barack Obama. Ich könnte es aber dann nicht wieder auslesen. Also ich könnte dann versuchen, diesen Satz zu erkennen, der aktuelle Präsident oder so, aber schon dann, wenn ich das in der Swahili Wikipedia geschrieben habe, müsste ich dann den Satzbau schon wieder verändern und so. Und strukturierte Daten heißt, dass ich wirklich so ein Datenbankfeld habe, wo der Inhalt drin ist, Barack Obama, und das dann beschrieben ist als aktueller Präsident der USA. Genau. Und deswegen können dann auch alle Wikipedias automatisch drauf oder was auch immer, wer auch immer, ist ja nicht nur die Wikipedia, die das nutzt, drauf zugreifen und sagen, sag mir, was ist der Inhalt des Feldes, wer ist der aktuelle Präsident der USA? Genau. Das ist die Idee dahinter. Genau, und Wikidata wird programmiert in Deutschland. Bei Wikimedia Deutschland zu sehr. Bei Wikimedia Deutschland, genau. Es gibt ja bei der Wikimedia Foundation, das ist die Organisation, die die Server betreibt und die Markenrechte innehat und sich so allgemein um die Wikimedia-Projekte kümmert. Die haben ja auch eine Entwicklungsabteilung. Was machen denn die? Die kümmern sich um ganz viele Dinge, zum Beispiel Verbesserung des Visual Editors, Verbesserung der Suche auf Wikipedia, Unterstützung von Projekten durch sogenannte Grants und vieles mehr. Und wie ist denn dazu gekommen, dass Wikidata in Deutschland produziert wird? Deutschland ist, was das Semantic Web angeht, sehr, sehr stark arbeitet sehr stark daran. Es gibt an der Uni Karlsruhe zum Beispiel sehr viele aktive Forscher, aber auch an anderen Stellen in Deutschland. Und Danny Franicic und Markus Krotsch, die ursprünglich mal die Idee für Wikidata und dann ihr zweites Projekt Semantic Media Wiki hatten, sind auch aus Deutschland. Und Danny hat dann vor 4,5 Jahren sich ein Team zusammengestellt, um Wikidata bei Wikimedia Deutschland daran zu arbeiten. Mhm.
Das wurde ja, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es nicht über die Spendengelder für die Wikipedia ursprünglich finanziert wurde. Genau, die initiale Finanzierung kam von AI Squared, Google und der Gordon und Betty Moore Foundation. Was war das erste? AI Squared. Was ist das? Das ist ein Finanzierungsarm von Paul Allen. Einem der Gründer von Apple. Microsoft. Microsoft. Ich wusste, dass ich irgendwie falsch liege. Ach ja, und die beiden ursprünglichen Initiatoren waren Danny Vrandicic und Markus Krötz. Für alle anderen außer Deutsche ist Krötz viel schwerer auszusprechen als Vrandicic. Ah, okay. Und die, Danny hat es dann angefangen, auch wirklich zu programmieren. Markus Krötz ist auch immer noch bei Semantic Media Wiki sehr unterwegs. Genau, und auch bei Wikidata. Auch bei Wikidata. Und Semantic Wikidata ist auch gerade aktuell eine Konferenz in Frankfurt, glaube ich, ne? Die ist gestern zu Ende gegangen, genau. Ich auch war. Ach, du warst da auch. Erzähl mal. Das war sehr interessant. Und ich habe auch was zu Wikidata erzählt, zum aktuellen Stand nach 4 Jahren. Und Semantic Media Wiki, vielleicht für die Hörer, ist so ein bisschen Vorgänger von Wikidata. Also Danny und Markus haben auf der allerersten Wikimania, also Wikimedia's Conference, davon gesprochen, Wikipedia semantisch zu machen. Das heißt, maschinenlesbar, um dann ganz viele tolle Dinge damit machen zu können, eben zum Beispiel Abfragen stellen zu können, Visualisierungen erstellen zu können und so weiter und so fort. Mhm. Und daraus ist dann Semantic Media Wiki entstanden, das ein sehr tolles Projekt ist, das auch in sehr vielen Firmen und Projekten genutzt wird. Allerdings das ursprüngliche Ziel, es auf Wikipedia laufen zu lassen, hat nie funktioniert, aus ganz vielen Gründen. Und vor 4,5 Jahren dann der zweite Anlauf dazu mit Wikidata. Dieses Wort semantisch, das kenne ich jetzt vorwiegend aus dem Umfeld von menschlichen Sprachen. Semantisch heißt irgendwas in Bezug auf die Daten, ne? Genau, also dass man die in einer bestimmten Art und Weise auszeichnet und maschinenlesbar macht und verknüpft. Vor allem verknüpft, ja. Genau. Hast du irgendwas Neues gelernt auf der Konferenz? Ah, eine ganze Menge. die ganzen tollen neuen Erweiterungen für MediaWiki, die es rund um Semantic MediaWiki gibt. Viele Leute haben tolle Showcases gezeigt, wie sie Semantic MediaWiki einsetzen oder MediaWiki allgemein. Und es gab viel Interesse für Wikidata und das hat mich natürlich gefreut. Steht jetzt irgendwie in Konkurrenz Semantic MediaWiki und Wikidata? Nee, würde ich nicht sagen. Also es erfüllt relativ andere Use Cases. Und für Wikidata haben Danny und Markus eine ganze Menge gelernt. Mhm. Aus den Erfahrungen, die sie halt mit Semantic Media Wiki gemacht haben, was dann in Wikidata eingeflossen ist. Aber es erfüllt wirklich andere Use Cases und von daher treten wir uns, glaube ich, nicht auf die Füße. Ja. So. Um nochmal über die Anfänge zu sprechen, der Danny Vrandicic hat das ursprünglich geleitet, aber ist dann zu Google gegangen, unterstützt aber das Projekt immer noch sehr stark. Genau. Wer leitet jetzt das Projekt? Ich mache das Produktmanagement dafür und treffe die letzten technischen Entscheidungen und wo es von der Produktseite her hingeht. Aber am Ende ist natürlich die Community das Allerwichtigste und die entscheiden, wo es mit dem Projekt hingeht. Ja, wie läuft denn das? Also Produktmanagement heißt, dass du mit den zum einen auf der einen Seite mit den Leuten sprichst, die etwas von diesem Produkt Wikidata wollen, also welche Funktionen das hat oder wie schnell es ist oder was. Und, genau. und auf der anderen Seite mit den Entwicklern sprichst. Genau. Du verstehst also beide Welten. Das heißt, die Entwickler sagen, es ist nächste Woche fertig und du sagst den Community, es ist in 3 Monaten fertig, wenn es installiert und richtig durchgetestet ist. Zum Beispiel. Genau. Ja. Oder eben auch erklären, warum wir bestimmte Dinge machen oder nicht machen können. Verstehen, warum bestimmte Dinge für die Editoren wichtig sind, warum bestimmte Dinge für andere Nutzer unserer Daten wichtig sind. So Sachen. Und ist das eine internationale Community bei Wikidata? Ja, auf jeden Fall. Unser Ziel ist, allen Wikimedia-Projekten zugute zu kommen und für die nutzbar zu sein,
ist Wikidata eben zum Beispiel ein sehr multilinguales Projekt. Es funktioniert natürlich sehr viel auf Englisch, wie in wahrscheinlich jedem internationalen Projekt. Aber nichtsdestotrotz passiert auch eine ganze Menge in anderen Sprachen. Mhm. Und vor allem sind unsere Daten in sehr vielen Sprachen verfügbar. Wikidata ist ja jetzt nicht nur für die Wikipedia. Das war so ein ursprüngliches Missverständnis auch in Wikipedianer Seite, sondern es ist wirklich ein eigenständiges Projekt. Das heißt, auch Forscher greifen auf die Daten zu. Ich habe neulich in einem, in einer Newsgroup darüber gelesen. Ach, bei Podcastern war das, die Podcasts sortieren wollten dort in Wikidata, genau, um dann zentralisiert drauf zuzugreifen. Genau. Oder es gibt ein Projekt namens Histopedia, die Zeitleisten erstellen und eine Möglichkeit, oder also sie bauen eine Website, wo man Zeitleisten erstellen kann. Und eine Möglichkeit, wie man diese Zeitleisten erstellen kann, ist halt mit einer Abfrage auf Wikidata. Es gibt auch noch ein anderes Projekt namens Ask Platypus, ist von 7 Studenten aus Frankreich erstellt worden, wo man in natürlicher Sprache eine Frage stellen kann, wie zum Beispiel, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Und es erkennt es dann und antwortet basierend auf den Daten in Wikidata. Histopedia heißt es, ja? Genau. Ah, okay, da packe ich mal einen Link dazu, damit man das wiederfindet. Das muss ich mir dann auch gleich nochmal angucken, was das ist. Interessant, interessant. Wikidata. Die Software, die ihr da entwickelt, ist das Open Source? Ja. Das ist eine MediaWiki Extension, also eine Erweiterung. MediaWiki ist die Software, die unter Wikipedia unter anderem läuft. Mhm. Und wir bohren MediaWiki sozusagen auch mit einer weiteren Erweiterung namens Wikibase. Was wären denn andere Wikimedia oder MediaWiki-Erweiterungen? Semantic MediaWiki ist eine weitere Erweiterung. Es gibt so viele. Da ist der Visual Editor, glaube ich, auch als Erweiterung implementiert, ne? Okay. Das ist wie bei WordPress, wo man ja auch Erweiterungen installieren kann, um ganz was anderes dann damit zu tun. Ne? Zum Beispiel. Okay. Und das ist also eine MediaWiki-Erweiterung, die man sich installieren kann. Das heißt, es würde auch auf meinem Laptop laufen. Ja, genau. Und ich könnte dann anfangen, mein eigenes Wikidata aufzubauen oder das für andere Zwecke zu benutzen. Fallen mir zwei Fragen ein. Das eine ist, wenn die Software ist ja, wird ja quasi als Service angeboten unter Wikidata.org, nehme ich an. Mhm. Wird das irgendwie gefiltert, was für Daten da reinkommen? Genau wie auf Wikipedia gibt es eine Notability Guideline, also Relevanzkriterien, die allerdings sehr viel offener sind als die an der einzelnen Wikipedia. Weil wir natürlich alle Wikipedien abdecken und alle anderen Wikimedia-Projekte. Nichtsdestotrotz können wir nicht alles in Wikidata reinlassen, sozusagen. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass wir jetzt im Moment 16.000 Leute haben, die mindestens einen Edit im Monat machen. Diese 16.000 Leute und die ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge können natürlich nur mit einer bestimmten Menge an Daten umgehen und die auch langfristig warten. Und umso mehr Leute wir haben und umso bessere Werkzeuge wir denen zur Verfügung stellen können, umso mehr Daten können wir natürlich auch haben und dann ändern sich sicher auch die Relevanzkriterien. Es kann also nicht jedes kleine Projekt seine Daten jetzt in der zentralen Datenbank ablegen, dann wäre eine eigene Installation besser, aber wenn es um Daten geht, die von allgemeinem Interesse sind, genau, dann ist Wikidata schon die richtige Adresse. Genau. Und das Ding ist, Wikidata muss auch nicht und soll eigentlich meiner Meinung nach auch nicht der einzige Platz sein, wo es offene Daten gibt. Ganz im Gegenteil. Das soll zentral in einem Ökosystem von ganz vielen Plätzen sein, wo es offene Daten gibt, die dann sehr gut vernetzt sind. Was sind denn so andere Projekte, die Daten speichern? MusicBrainz zum Beispiel hat ganz viele detaillierte Daten zu Musik. Music, wie heißt es? MusicBrainz. MusicBrainz. Genau. Okay. Das ist so eines der Projekte, auf die wir sehr, sehr häufig verlinken. OpenStreetMap ist ein anderes. Wir Deutsche Nationalbibliothek und noch ganz viele andere. Und die vernetzen untereinander, ja? Von Wikidata zu MusicBrainz zur Deutschen Nationalbibliothek. Also auf jeden Fall sind sie in Wikidata vernetzt und teilweise dann auch untereinander noch.
Aber das ist das Schöne an Wikidata. Ne? Dann hat man halt einen Platz, wo man diese Verbindungen in die anderen detaillierteren Datenbanken finden kann. Genau wie bei Wikipedia. In einem Wikipedia-Artikel muss nicht alles über ein bestimmtes Thema drinstehen. Ganz im Gegenteil, es soll einen sehr guten Überblick zu einem Thema geben. Und wenn man mehr wissen will, sendet es einen weiter zu weiteren Quellen. Und im Prinzip ist es genauso bei Wikidata. Sondern es ist gerade wieder aktuell passiert. Ich war vor 2 Wochen bei der Wikicon, der jährlichen deutschsprachigen Wikipedia-Konferenz, eigentlich Wikimedia-Konferenz. Und da sprach ich auch über Wikidata, das ist immer ein Thema unter Wikipedianern. Und da wurden von einem 2 Punkte vorgebracht. Zum einen, dass die Wikidata-Daten relativ schlecht mit Quellen versehen sind. Also man schreibt rein, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, packt aber keinen Beweis dazu. Mhm. Das ist in der Tat im Moment noch so, dass wir als Projekt mit der Quellenlage noch nicht zufrieden sind. Aber man muss das auch im Verhältnis sehen. Ne? Wikidata ist jetzt nicht mal 4 Jahre alt. Geburtstag ist am 29. Oktober. Und gleichzeitig werden sehr hohe Anforderungen an das Projekt gestellt. Was nicht heißt, dass wir die nicht erfüllen sollten, aber ich glaube, das ist eines der Dinge, die einfach noch Zeit brauchen. Das Schöne an Wikidata ist, dass es eben maschinenlesbar ist und dass man mit der Hilfe von Werkzeugen diese Situation sehr gut verändern kann und auch mit kleinen Aktionen sehr viel Impact haben kann. Zum Beispiel hat einer unserer Editoren ein Skript entwickelt, das schema.org Markup ausliest aus zum Beispiel New York Times Artikeln. Also Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Was liest die aus? Schema.org Markup. Schema.org, alles klar. Genau. Die Idee dahinter hinter schema.org ist, dass verschiedene Webseiten ihre Inhalte maschinenlesbar auszeichnen können. Das heißt, wenn die New York Times zum Beispiel einen Artikel zu einer Person schreibt und darin das Geburtsdatum der Person drinsteht, dann können sie es maschinenlesbar so auszeichnen, dass man sehen kann, das ist das Geburtsdatum dieser Person und kann das auslesen. Was man dann damit natürlich machen kann, ist das auslesen und diesen New York Times Artikel als Quelle für das Geburtsdatum dieser Person benutzen. Ah ja, okay. Also man muss sich immer vor Augen führen, dass Wikidata von der Community von Freiwilligen gepflegt wird und die müssen dann freiwillig auch immer die Daten, die Sources, die Quellen dazu packen. Das ist kein Automatismus und man kann sich das wünschen, aber ihnen nicht befehlen, das zu tun. Genau. Genau. Aber man kann ihnen halt Werkzeuge geben, die das Ganze wesentlich einfacher machen als auf Wikipedia zum Beispiel. Richtig. Man kann ihnen zum einen erklären, warum das wichtig ist, warum Daten belegt sein sollten. Ich meine, in der Wikipedia wird ja auch nicht jede einzelne Information belegt. Ja. Aber ich denke, in einer Datenbank ist das schon wichtig oder ist es dann auch besser zu machen. Ja. Dieses andere Bedenken des Wikipedianers, mit dem ich sprach, war, dass zurzeit, wenn man Daten aus Wikidata in der Wikipedia einbindet, beispielsweise das Gründungsdatum von San Francisco, eine Jahreszahl, dort einbindet und anzeigt und dann wird in Wikidata diese Information geändert. Ist ein schlechtes Beispiel, weil das Gründungsdatum nie ändern wird. Sagen wir, es ist der gegenwärtige Präsident und dann ändert sich der Präsident und das wird aber in Wikipedia nicht sichtbar, nicht in der Versionshistorie. Das heißt, man druckt eine Seite in dem einen Augenblick aus und eine Stunde später nochmal und hat eine veränderte Seite, also es steht einfach ein anderer Präsidentenname drin, aber es ist nirgendwo angezeigt, dass diese Änderung stattgefunden hat. Also wird schon irgendwo angezeigt, nämlich in Wikidata, aber nicht in der Wikipedia. Genau. Also im Moment ist die Situation so, dass wir Änderungen in den letzten Änderungen anzeigen. Also in der Wikipedia gibt es eine Seite, wo alle letzten Änderungen auf der Wikipedia angezeigt werden. Ach, und da wird es angezeigt, wenn das Datum von Wikidata auf einer Seite eingebunden wird, dann wird auch die Änderung von diesem Wikidata-Datensatz mit den letzten Änderungen angezeigt. Ah.
unter bestimmten Umständen. Also es wird in den letzten Änderungen angezeigt und in der Beobachtungsliste des Benutzers, aber nur in der einen Version dieser beiden Seiten. Es gibt zwei verschiedene technische Implementierungen dieser Seite, die man in seinen Benutzereinstellungen ändern kann. Und in einer davon wird es angezeigt, in der anderen leider noch nicht. Und es wird auch noch nicht in der Versionsgeschichte des Artikels angezeigt. Das sind aber auf jeden Fall Sachen, die wir noch ändern müssen und an denen wir arbeiten werden, weil das ist natürlich sehr wichtig, dass die Leute sehen, was für Änderungen an ihren Artikeln passieren. Genau, und Wikidata ist eben relativ jung und diese Forderung, dass man das da reinzumachen, ist auch relativ jung. Also zuerst war immer die Forderung, man will es endlich in Wikipedia einbinden können. Und sobald es jetzt drin war, kam jetzt als nächstes eben der Wunsch, wir wollen auch das nachvollziehbar haben. Genau, und das ist ja auch okay und verständlich. Na klar. Muss man nicht gleich ausrasten, wenn das so ist. Ja, ausrasten. Genau. Kannst du die Wikidata Community und die Wikipedia Community, die beide kennst du ja nun ziemlich gut. Ich glaube, Wikidata ist kuscheliger, oder? Wenn du mich fragst, ja. Und ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Unter anderem ist es halt eine sehr junge Community. Wir haben von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, ein freundliches Projekt zu gründen. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kommunikation zwischen dem Entwicklungsteam und den Editoren sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das zeigt sich. Die Community ist ja von Anfang an von den Entwicklern oder ich weiß nicht von wem begleitet worden. Schon während des Entstehens wurden die angesprochen, wurde sie gefragt und so weiter. Es gibt direkt ein Community Manager oder ein Community Management Team, die betreuen? Also Community Manager funktioniert ja in Wikimedia leider nicht so ganz. Aber von Anfang an war ich dabei. Initial war ich dafür zuständig, die Community-Kommunikation zu machen. Mhm. Das heißt, den Wikimedia-Communities und vor allem der Wikidata-Community erklären, was das Team macht, ihre Wünsche an das Team zu tragen, das Team zu fragen, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen und diese dann zu erklären, Probleme aufzunehmen und die ins Team zu tragen und so weiter. Ja, das ist schon Community-Management, das was du also, großartig. Das unterscheidet ja dann auch die Wikidata-Community. Wie heißt es eigentlich, Wikidata oder Wikidata? Wikidata. Wikidata. Und das D ist klein, genau. Genau, das D unterscheidet ja dann die beiden Communities sehr, weil die Wikipedia-Community oder Communities sind ja aus sich selbst heraus erstanden. Das heißt, Leute haben erstmal für sich allein angefangen, dort zu arbeiten, daran an dem Projekt und haben sich dann zusammengefunden über die Arbeit. Ja. Ohne betreut zu werden von irgendwem so. Genau. Wieso auch? Oder ging auch gar nicht, weil zunächst gab es ja nur das Headquarter in St. Petersburg und später in San Francisco, die nun nicht die ganzen einzelnen Sprachen von Anfang an abdecken konnten. Ja. Und dann irgendwann hat man auch irgendwie den Punkt verpasst, da groß einzusteigen ins Community Management. Ja. Und die organisieren sich selbst und das ist schwer genug, weil es auch eben nur Freiwillige sind, die das tun. Ja. Also ich interessiere mich auch ein bisschen für Community Management. Ist ein bisschen untertrieben, aber es wird so viel Energie reingesteckt, den Tonfall und die Zusammenarbeit in den Wikipedia-Communities zu verbessern oder zu verändern. Ja. Mhm. Bei Wikidata ist das nicht das Problem. Du kennst aber nicht nur diese eine oder diese beiden Communities, sondern du hast noch einen anderen Hut, auf dem KDE draufsteht. Genau. KDE ist ein freies Softwareprojekt, das jetzt bald seinen 20. Geburtstag feiert. Mhm. Und da bin ich Präsidentin des Vereins. Frau Präsidentin. Genau. Was ist das? Aber ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Genau, genau. KDE verbreitet Software für Enduser, unter anderem ein Desktop für Linux, ein Musikabspielprogramm, eine Office-Suite, ein Desktop-Globus und vieles mehr. Ein Desktop-Globus? Was ist das? Ja.
nennt sich Marvel. Und da kann man einfach sich einen Globus anzeigen lassen, um dann zum Beispiel die Welt, wie sie heute ist, mit OpenStreetMap-Daten anzugucken oder wie sie vor vielen hundert Jahren aussah, basierend auf einem der ältesten Globen, die es in Deutschland gibt. Mhm. Und das ist sehr interessant. Zum Beispiel, vor allem, wenn man sich diesen alten Globus einmal anschaut mit den heutigen kontinentalen Grenzen, ist das sehr interessant, wie sich die Kontinente unterscheiden. Ja. Wie heißt das? Google hatte doch auch so einen Globus. Google Earth? Google Earth, genau. Scheint aber irgendwie eingeschlafen zu sein, habe ich den Eindruck. Ah, ich habe auch nicht viel in letzter Zeit gehört. Ja. Also wie Google Earth, nur viel besser und außerdem noch am Leben ist jetzt dieses Marvel. Ist Marvel auch über Web oder ist es nur ein lokales Programm? Es ist ein Desktop-Programm, aber es gibt auch eine Android-App zum Beispiel mit eben genau diesem alten Globus, Beheim-Globus. Ah, cool. Findet man im Android-App-Store. Cool, also KDE ist... Also es heißt ja, was ist die Abkürzung, was heißt die? Also heute heißt es gar nichts mehr, sondern es ist nur KDE. Mhm. Aber es fing mal an als die Cool Desktop Environment. Mhm. Wir haben aber ziemlich schnell festgestellt, dass das gar nicht so cool ist. Also Desktop Environment, das war eine Benutzeroberfläche für Linux. Genau. Damit haben wir an. Also das sind die Roots, die Wurzeln des Projektes. Genau. Okay, dann auf KDE. Das gibt's auch noch, dieses KDE. Also es taucht öfter mal auf, ja? Ja, genau. Und auf dem KDE basieren auch andere Benutzeroberflächen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. KDE Plasma ist das aktuelle, aber die Community nennt sich nur noch KDE, weil sie eben nicht nur dieses Desktop-Environment macht. Genau. Was macht KDE alles? Außer diesen Apps, also Apps-Entwicklung. Ist es das oder noch mehr? Ja, also das Hauptding ist natürlich Entwicklung von Apps für den Desktop und Telefon. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Wiki mit Lehrbüchern, das es noch nicht so lange gibt, aber das recht erfolgreich ist, namens Wiki to Learn. Und rund um die ganze Software gibt es natürlich auch Infrastruktur und eine Community, die das unterstützt. Also zum Beispiel durch Promo, Administration der Server, Support für unsere Nutzer und so weiter. Ist das sowas wie Wikibooks? Es geht so ein bisschen in die Richtung Wikibooks und Wikiversity. Also Wikibooks ist ein Projekt, auch unter dem Schirm der Wikimedia Foundation, wo Leute gemeinsam oder allein, ja doch, Bücher erstellen regelrecht in diesem Projekt und dort online stellen. Und Wiki to Learn ist so ähnlich, sagst du. Es geht so ein bisschen in die Richtung, genau. Ja, ist ja schön, wenn sowas parallel existiert. Einfach um, wie du schon sagtest, wenn man so ein Ökosystem hat, ist man nicht so von einem abhängig. Gibt es eine kommerzielle Sache, die sowas ähnliches macht? Wiki Books ist, sondern Google Books ist ja was anderes. Genau, Google Books ist mehr oder weniger Bücher-Suchmaschine und reinschauen in sehr alte Bücher. Mhm. Aber darum geht's da nicht, sondern unter anderem die Verschriftlichung von Vorlesungsmitschriften und so weiter. Cool, habe ich noch nie was davon gehört. Ist mir untergibt's. Mhm. Und du bist Präsident und thronst über allem und sagst, wo es da lang geht. Nein, sondern. Was macht ein Präsident? Genau. Wo ist dein Helikopter? Es ist wesentlich weniger glamourös, als es klingt. Ach, schade. So ein bisschen Bling-Bling ist doch immer schön. Ja, was macht man als Präsident von KDE? Zum Beispiel sich darum kümmern, dass strategische Prozesse in der Community vorangehen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade unsere Vision niedergeschrieben, worauf wir hinarbeiten. Du musst dich mit Buchhaltung beschäftigen, du musst dafür sorgen, dass dir eine Angestellte, die KDE hat, gut betreut wird. Man muss dafür sorgen, dass
unsere Systemadministratoren alles haben, was sie brauchen, dass unsere Entwickler und andere Beitragende Sprints machen können, in denen sie an unseren Projekten arbeiten und so weiter. Also ja. Es ist eine Menge Arbeit, aber es macht auch Spaß und was dabei rauskommt, ist, glaube ich, sehr cool. Also, du bist gewählt, nehme ich an? Genau. Gibt es eine Art Board? Genau, es gibt ein Board mit 5 Leuten und es wird auf 3 Jahre gewählt. Mhm. Genau. Ist ja auch eine sinnvolle Zeitspanne. Und ja, wahrscheinlich aus der ganzen Welt vermutlich, Sprache ist Englisch und wie man kann sich beteiligen, indem man einfach erstmal nur spendet, weil Geld kann man immer brauchen. Zum Beispiel, genau. Und wenn man Programmierer ist, ist man immer gern gesehen. Aber jetzt mit diesem We Good to Learn sehe ich auch, dass man als, wenn man etwas weiß, eben beitragen kann. Ja, zum Beispiel, aber also nicht nur für solche Leute haben wir was. Wie gesagt, wir haben auch eine ganze Menge im Marketingbereich, im Supportbereich, wo man sich einbringen kann. Bei Fehlern, die sie haben, Dokumentation verbessern. Wir haben ein tolles Design- und User Experience-Team, die sehr gerne dort neue Leute aufnehmen. Also es gibt auch, eine Menge auch rund um die Software. Das heißt, als Student könnte man auch bei euch mit der KDE-Community leicht ein Thema finden, wenn man jetzt Usability studiert oder Programmierung. Zum Beispiel, ja. Was unterscheidet KDE von Wikimedia? ich glaube, der ganz entscheidende Unterschied ist die Menge an Geld, um die es sich dreht und die Größe des Projekts. Okay, also KDE ist kleiner. Kleiner und mit weniger Geld, genau. Ja. Das ist einerseits schade, weil man natürlich mit mehr Geld viel mehr machen kann, aber andererseits bringt Geld halt auch eine ganze Menge andere Probleme mit sich. Geld allein macht nicht glücklich. Genau. Macht aber auch nicht unglücklich. Okay. Das stimmt. Du bist also angestellt bei Wikimedia Deutschland, bist aber auch gleichzeitig noch Präsidentin bei KDE. Mhm. Warum machst denn du zwei so Sachen? warum mache ich zwei so Sachen? Weil ich beide Dinge für sehr wichtig halte. Wikidata aus dem Grund, dass wir in der Zeit leben, wo Daten immer wichtiger werden. Also ja, Daten sind das neue Öl. Und wir leben in der Welt, wo diese Daten immer zentralisierter werden und weniger frei und weniger zugänglich. Und das halte ich für keine gute Richtung, in die wir uns bewegen. Und Wikidata ist da ein ganz wichtiger Bestandteil, dem entgegenzuarbeiten sozusagen, um Daten allen zur Verfügung zu stellen und allen die gleichen Voraussetzungen zu geben, damit coole Dinge zu bauen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für KDE. Es ist ganz essentiell, dass wir Leuten die Möglichkeit geben, Kontrolle über die Technologie zu geben, die sie jeden Tag benutzen. Und dazu gehören eben ganz banale Dinge, wie die Software, die auf ihrem Computer läuft. Mhm. Großartig. Gefällt mir beides. Ich könnte mich auch nicht entscheiden. Da ich aber, ja, 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 du musst das nicht. Großartig. Jetzt reden wir schon eine Weile. Jetzt wird es Zeit für Musik, würde ich sagen. Jetzt etwas freie Musik. Du hattest eine Band mit dem Namen Pornografik herausgesucht, die sich selbst beschreibt mit eine Gitarre, ein Gameboy, ein C64, zwei Typen, Space Invader Samples, Lagerfeuergeschrabbel, Gameboy-Gedudel, auch Gesang mit dabei. Low-Tech, Lo-Fi, Micro-Porn. Das hören wir uns jetzt mal an.
silent rust. And all the tears drying. Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone. Und da sind wir wieder. Das war übrigens keine richtig freie Musik, weil das unter einer NC-Lizenz, Non-Commercial Reuse, lizenziert ist. Das bedeutet, wenn diese Sendung frei nachgenutzt werden soll und das im kommerziellen Umfeld passiert, muss man entweder, das Bessere ist bei Pornografik, das lizenzieren. Dann haben die auch was davon. Oder man müsste die Musik rausschneiden. Wir waren zuletzt bei KDE, ein interessantes Projekt, von dem ich, bevor ich mit dir gesprochen habe, recht wenig wusste, außer dass ich es benutze. Aber dass so ein geiles Projekt dahinter ist, war mir nicht so klar. Aber lass uns jetzt nochmal zu Wikidata zurückkommen. Das ist für mich als Wikipedianer doch interessant, da noch mehr zu erfahren. Erzähl doch mal was Lustiges von Wikidata. Zum Beispiel hattest du neulich gesagt, dass der Eiffelturm verheiratet ist. Genau.
Was ich mir so merke. Sehr schön. Genau. Bei Wikidata geht es darum, dass wir, oder es geht nicht darum, dass wir versuchen, die Wahrheit zu finden in Wikidata. Weil es einfach für ein Projekt, das so viele verschiedene Sprachen und so viele verschiedene Kulturen zusammenbringt, sehr schwer ist. Und diese verschiedenen Sprachen und Kulturkreise dazu zu zwingen, sich auf eine Wahrheit zu einigen, ist einfach utopisch. Und deshalb haben wir Wikidata eben so gebaut, dass es mit ganz vielen komischen Dingen in der Welt umgehen kann. Und eines dieser komischen Dinge ist halt zum Beispiel, dass es eine Frau gibt, die den Eiffelturm geheiratet hat. Ja, warum eigentlich nicht? Also bitte, ja. Warum eigentlich nicht? Ja. Was hat das jetzt mit Freiheit zu tun? Wenn üblicherweise Datenbanken konzipiert werden, dann denkt man ganz schnell daran, dass eine Heirat zum Beispiel etwas ist zwischen zwei Menschen. Und dann beschränkt man eben das sehr schnell auf zwei Menschen. Aber dass es eben auch Fälle gibt, wo das nicht der Fall ist, wird dann schnell außer Acht gelassen. Und aber gerade für Wikidata ist es halt wichtig, diese Flexibilität zu haben und die Offenheit zu haben, dass diese Art von Daten auch speichern zu können und zur Verfügung stellen zu können. Alle, die jetzt immer nur an dieses Heiraten denken, es könnte was mit Objektsexualität haben, zu tun haben, da die Frau aber Bogenschützin und Sexaktivistin ist, ist es vermutlich eher ein Projekt oder so etwas von ihr, den Eiffelturm zu heiraten. Also können wir das jetzt abhaken. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Freiheit. Man könnte ja auch, Jesus Christus zum Beispiel, hat ja verschiedene Deutungen. Mhm. Genau, das ist ein weiterer Punkt, wo die Gemüter sich scheiden. Was ist denn Jesus Christus jetzt? Ist er ein Mensch? Ist er eine biblische Figur? Ist er eine Gottheit? Und so weiter und so fort. Und für Wikidata wäre es ziemlich fatal, die Menschen zu zwingen, sich da auf eine Antwort zu einigen, auf die Frage, was ist denn Jesus Christus? Und über die letzten 4 Jahre von Wikidata stolperten wir halt über tausende dieser Dinge, die in der Welt einfach komisch sind. Mhm. Wie zum Beispiel, es gibt auch in Schweden, oder gab es, ein Jahr mit einem 30. Februar. Okay. Weil die Schweden sich irgendwann mal entschieden haben, dass sie in dem einem Jahr einen 30. Februar anhängen. Einfach nur so aus Jux, oder? Nein, sie hatten da schon ihre Gründe dafür. Ich glaube, es hing zusammen mit der Umstellung des Kalendersystems. Mhm. Aber das macht es natürlich sehr schwierig, eine sehr rigide und strikte Datenbank zu bauen, die eben nicht zulässt, dass Dinge am 30. Februar passieren, weil der Monat nur 29 Tage hat. Ja, da hatte ich in meiner Tätigkeit als Projekt- und Produktmanager auch damit zu tun, dass halt ein Datum nicht eindeutig ist, nicht sein kann, wenn man nur daran denkt, dass wir verschiedene Zeitzonen haben und eine Datumsgrenze auf der Welt, wenn man sowas weltweit macht, oder dass es die Sommerzeitumstellung gibt, genau. Oder dass es den gregorianischen und den julianischen Kalender im europäischen Kulturkreis gibt, aber es gibt ja auch noch andere Kalender. Genau. Ich rede nicht nur vom Maya-Kalender, sondern auch vom französischen Revolutionskalender oder sowas, ne? Und es gibt Projekte, wo man sowas beachten muss. Genau, genau. Und auch ein Datum, dadurch ist auch nicht unbedingt immer eindeutig. Ja, und das muss man dann in so einer Datenbank halt berücksichtigen. Das heißt, man muss sie möglichst offen gestalten. Aber man kann ja jetzt auch nicht immer nur so ganz basic rangehen. Ist das irgendwie schon vorstrukturiert in Wikidata? Oder wie strukturiert man Daten in Wikidata? Mhm. Also, es wird, in der Wikipedia gibt es ja zu vielen Themen Artikel, zum Beispiel einen Artikel zu Berlin. Und genauso gibt es in Wikidata eine Seite, die nennen wir Item oder auf Deutsch Datenobjekt, wo wir alle Daten sammeln, die wir zu Berlin haben. Da stehen dann unter anderem eben so Dinge drin, wie ist die Hauptstadt von Deutschland. Und das sind dann Statements, nennen wir das, oder Aussagen. Und diese Aussagen werden mit Eigenschaften gemacht. Also zum Beispiel ist Hauptstadt von, wäre eine solche Eigenschaft. Da gibt es aber noch sehr viele andere. Zum Beispiel Ehepartner oder Geburtsdatum, Geburtsort, welche Awards eine Person gewonnen hat und so weiter. Mhm.
Und davon, von diesen Eigenschaften, gibt es im Moment etwa 2700. Und es kommen aber neue hinzu und durch einen Diskussionsprozess in der Community. Und die kann man dann benutzen, um Aussagen eben zu machen über alle möglichen Dinge in der Welt in Wikidata. Das heißt, die als Benutzer von Wikidata ist man nicht an ein festes Schema gebunden, sondern man kann dieses Schema erweitern. Genau, genau. Hm. Aber das wird auch in der kollaborativ dann ausdiskutiert, ob jetzt wie so eine Eigenschaft heißt und ob die auch sinnvoll ist. Genau, genau. Das ist ein Prozess, den die Editoren auf Wikidata machen und es ausdiskutieren. Okay, wollen wir diese neue Eigenschaft so? Ist es sinnvoll, das so zu modellieren oder vielleicht irgendwie anders? Und nach einer Weile Diskussion wird es dann erstellt oder eben auch nicht. Mhm. Es ist auch also sehr international. Das heißt, jetzt, wenn ich als Deutscher Wikidata benutze, wenn ich da jetzt auf eine Eigenschaft eines Datenobjekts stoße und das ist auf Japanisch, habe ich dann ein Problem oder wie ist das gelöst? Es ist relativ einfach. Wenn man auf Wikidata ist, kann man oben rechts die Sprache umstellen und dann sieht man das Datenobjekt in Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch. Und der Gedanke dahinter ist halt, dass jeder auf denselben Daten arbeitet, unabhängig von der Sprache, die er spricht. Mhm. Also wenn ich jetzt was in Wikidata editiere, auf der englischen Ansicht, sieht das jemand anderes, der es auf Deutsch anschaut, genauso. Ah ja, okay. Also man kann es übersetzen, diese Eigenschaften. Genau, also man kann ihnen sogenannte Labels in verschiedenen Sprachen geben. Aha. Die werden dann überall benutzt. Cool. Wikidata ist jetzt installiert, läuft auf Servern, die in USA irgendwo stehen. Mhm. Das ist auch frei lizenziert, nehme ich an. Genau. Okay, und dann, wenn ich darauf zugreife, ist auch irgendwie sicher alles so. Ja? HTTPS gesichert, also ich muss mich, wenn ich daran arbeite, jetzt nicht irgendwie fürchten, dass mir da jemand auf die Schulter über die Schulter guckt. Genau, das ist wie in Wikipedia. Wie in Wikipedia. Allerdings, wenn man genau wie in Wikipedia seine IP-Adresse nicht verraten will, dann sollte man sich anmelden, bevor man editiert. Mhm. Sonst passieren die Edits unter seiner IP. Aber das ist genauso bei Wikipedia. Einfach einloggen, Account anlegen und dann editieren. Mhm. Erfahre ich auch, wer das benutzt, wenn ich da irgendwas gemacht habe? In den nächsten Tagen rollen wir ein neues Feature aus. Wo das klingt jetzt wie abgesprochen, aber ich wusste es wirklich nicht. Das war wirklich eine Frage, die mir gerade in den Kopf schoss. In den nächsten Tagen rollen wir ein Feature aus, wo man dann sieht, welche Wikipedia-Artikel zum Beispiel Daten von einem bestimmten Objekt benutzen. Mhm. Was wir natürlich nicht tracken können und wollen, ist, wie die Daten außerhalb von Wikimedia benutzt werden. Ja, denn die Daten sind frei zur Verfügung, jeder kann sie und soll sie frei benutzen können, um tolle Sachen zu bauen. Dieses Summen im Hintergrund, das ist der Lüfter von deinem Laptop, will ich jetzt nur mal den Hörern mitteilen, dafür kann ich nichts. Es sind aber nicht nur einzelne Leute, die jetzt da dann rumbasteln oder eben tolle Sachen machen, sondern ich nehme an, dass es auch so wie Datenkooperationen gibt. Mhm, genau. Also wo mal großer Schwung reinkommt oder so. Wir haben im Team jemanden, der sich mit Datenpartnerschaften beschäftigt und die Aufgabe ist da halt eben genau nicht, einen großen Schwung Daten reinzubekommen, sondern das in guter Zusammenarbeit mit der Community zu erledigen und in den Institutionen zum Beispiel, wenn es ein Museum ist, zu erklären, wie Wikidata funktioniert, wie man Daten so einpflegt, dass sie auch langfristig gut gepflegt werden, welche Daten für Wikidata sinnvoll und nützlich sind und so weiter. Eben, um das genau in gute Bahnen zu lenken, um Wikidata, um der Community zu helfen, aber auch der Institution natürlich, die ein Interesse daran haben, ihre Daten zu teilen. Gibt es da so Beispiele? Zum Beispiel das Rijksmuseum aus den Niederlanden. Einige unserer Editoren haben sehr eng mit denen zusammengearbeitet
um Daten dazu in Wikidata einzubringen, also zu Gemälden, Künstlern und so weiter. Das heißt, das Rijksmuseum hatte schon eine Datenbank ihrer Werke und dann wurde das wurden die Daten so angepasst, dass sie nach Wikidata importiert werden konnten. Ah, okay. Und sind dann aber auch wieder damit verlinkt, vermutlich dann mit der Datenbank des Rijksmuseums. Oh. Ich hatte sowas Ähnliches gerade gesehen von der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Aber eine sehr einfache Lösung. Die hatten eine Vorlage entwickelt für die Wikipedia, damit man auf deren Bibliografie verlinken kann. Das ist ja nur, das ist im Kleinen, im Rijksmuseum ist ja dann schon sehr groß, wenn die Daten direkt so tief dann mit Wikidata verbunden sind. Aber es geht in die richtige Richtung, die Zusammenarbeit mit Institutionen. Ich habe auch sowas im Ohr, dass Google auch so eine freie Datenbank hatte und dann das Projekt abbrach und das dann in Wikidata aufgegangen ist. Erinnere ich das richtig? Genau, also Google hatte ein Projekt, auch eine Wissensdatenbank namens Freebase. Freebase, genau. Genau, wo sie halt genau wie in Wikidata jetzt generelle Daten, nützliche Daten über die Welt zusammengetragen haben und zur Verfügung gestellt haben. Und diese haben sie dann eingestellt und ihren Nutzern gesagt, dass Wikidata die gute Alternative jetzt ist, sozusagen. Und gleichzeitig haben sie eine ganze Menge der Daten befreit und uns zur Verfügung gestellt. Und Freebase hat es auch. War das auch wie bei Wikidata, dass die Leute da frei editieren konnten? Ja, genau. Ah ja. Ach, und dann, okay, die haben das gekauft, übrigens MetaWeb 2010 von Google gekauft, 2014 eingestellt, und 2015 eingestellt, zugunsten der freien Datenbank Wikidata. Haben die das gemacht, weil Wikidata existiert? Schwer zu sagen, ne? Also man kann Google ja nie wirklich in die Karten schauen, aber es ist sicher einer der Gründe gewesen. Dass ein freiwilliges Projekt existiert, das erfolgreich ist, das gut funktioniert und das benutzt wird. Google ist, sie wollen ja die Guten sein, aber sie sind halt auch die freie Wirtschaft und müssen halt immer auch schauen, dass man Geld verdient oder zumindest nicht verliert mit so einem Projekt. Und sie hatten ja auch mal ein Projekt Google Knol, wo sie auch so etwas wie die Wikipedia aufziehen wollten, was aber dann auch nicht geklappt hat. Und ich persönlich will mein Statement angeben, dass ich es eben gut finde, wenn es so freie Projekte gibt, die nicht von der Wirtschaft abhängig sind, sondern von Freiwilligen getragen wird oder auch von freiwillig auch finanziell getragen wird, weil das kann eben nicht einfach so eingestellt werden, wenn es jetzt finanziell nicht läuft oder wenn es nicht mehr ins Firmenbild passt. Das war jetzt ein Endorsement von Wikidata. Yeah, Wikidata, go! Ich finde das großartig, dass es das gibt. Und ich will auch Pavel Richter nochmal danken, dass er das so vorangetrieben hat und mit Wikimedia Deutschland auch umgesetzt hat. Ohne ihn gäbe das nicht. Und auch nochmal Dank an Danny Franditschitsch und an Markus Krötsch, dass sie das in die Wege geleitet haben. Und dir vielen Dank, dass du das so begleitest und auch machst. Ja, also tausend Dank. Und jetzt müsste ich jetzt noch alle anderen aus dem Wikidata-Team aufzählen, wo es ja recht viele Leute gibt, ne? Irgendwie 40 oder so, wie seid ihr? Ah, nee, bei weitem nicht. 400? Nein. 4000? Schön wäre es, nein. Nein, ach, wenn es eine Facebook-Abteilung wäre, hättet ihr 5000 Mitarbeiter, aber ihr habt wie viel? Die Software-Entwicklungsabteilung bei Wikimedia Deutschland sind im Moment 22 Leute, die teilweise an Wikidata arbeiten und teilweise an der technischen Wunschliste für die deutschsprachige Wikipedia-Community. Technische Wunschliste. Erzähl mehr darüber. Das ist eine Umfrage, die in der deutschsprachigen Wikipedia unter anderem von Raymond angestoßen wurde, um die sehr aktiven Editoren besser zu unterstützen und besser zu verstehen, was sie brauchen und wie sie unterstützt werden wollen und wie wir das machen können von Wikimedia Deutschland aus. Und da kamen dann eine ganze Menge technische Wünsche bei raus, über die dann abgestimmt wurde. Und dann haben sich die Entwickler und die zuständige Produktmanagerin und Birgit, die für die Kommunikation mit der Community rund um das Ganze zuständig ist, haben sich ganze Wünsche angeguckt, um zu entscheiden, welche davon können wir umsetzen.
Welche können wir nicht so umsetzen, aber wo wir vielleicht andere Wege haben, um das Problem zu lösen, und so weiter. Und an denen, die wir umsetzen können, wird dann halt jetzt der Reihe nach gearbeitet. Das heißt, die Wikipedianer haben ja durchaus ein freundschaftliches Verhältnis zu Listen. Und dann haben sie, sie legen immer mal Listen an, auch für ihr eigenes Projekt. Da gab es auch das 1000-Wünsche-Liste mal von South Park. Und es gab eben auch jetzt eine Liste mit technischen Wünschen. Daraus ist inzwischen ein Projekt geworden, würde ich fast sagen. Das ist ja jetzt nicht mehr nur die Liste, sondern auch, wie setze ich es um? Tech on Tour gab es Anfang 2015, wo mit rumgefahren wurde und mit den Leuten direkt gesprochen wurde. Die Umsetzung, es ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Community. Das heißt, die Feature werden erstmal auf dieser Liste besprochen. Man kann dort die als Benutzer priorisieren, welche man, was jetzt die Top-Wünsche sind, die unbedingt gemacht werden sollten. Und das ist dann auch nicht immer nur einer, der spricht, sondern mehrere. Man findet einen Konsens. Und dementsprechend wird es umgesetzt. Und es wird auch die Zwischenstadien der Umsetzung. Also es ist ja nicht nur so, ich wünsche mir jetzt das Feature und dann ist völlig klar, wie das funktionieren soll, sondern dann in der Herstellung ändert sich das. Genau. Also gerade am Beispiel der technischen Wunschliste ist es halt sehr gut zu sehen, dass es sehr schwierig ist, an den Punkt zu kommen, wo man genau weiß, was eigentlich das Problem ist, das gelöst werden soll und wie es gelöst werden soll. Und ich glaube, da ist die technische Wunschliste auch extrem hilfreich, um den Editoren aufzuzeigen, dass es eben ein komplexer Prozess ist und nicht einfach nur ich will, dass das so funktioniert. Weil das reicht meistens leider nicht. Genau, weil dann Vorstellungen doch anders sind, wie etwas bestimmt gemacht wird. Und also ein ständiges Gespräch, das kenne ich auch aus meinem Beruf, dass je länger etwas dauert, umso mehr Änderungen passieren während des Projektes. Aber jetzt werden einzelne Feature ausgerollt und ich gucke mal auf die aktuelle Top-Wunschliste und unter erledigt steht Warnhinweis oder automatisches Einfügen von fehlendem Reference-Tag. Das ist der Tag, der die Fußnoten am Fuß einer Seite anzeigt. Ursprünglich war es so, dass die Fußnoten einfach nicht angezeigt wurden, wenn dieser Reference-Tag nicht eingeführt würde. Jetzt wird man gewarnt. Wenn das nicht passiert, beziehungsweise inzwischen werden die Fußnoten automatisch am Fuß der Seite eingefügt. Ein sinnvoller Wunsch, der dann damit umgesetzt wird. Was steht denn jetzt so auf der Liste, was als nächstes passieren soll? Was jetzt gerade als Beta-Feature da ist, was ich weiß, ist der Revision-Slider. Der Revisions-Slider, das musst du jetzt erklären. das ist, wenn man sich die Versionsgeschichte eines Artikels anguckt, kann man ja durch diese Versionsgeschichte blättern und sich anzeigen lassen, was jede Person an diesem Artikel geändert hat und wann und welche und verschiedene Versionen vergleichen und so weiter. Und der Revision Slider ist einfach eine andere Art, das anzuzeigen und da durchzublättern. Und das gibt es im Moment als Beta-Feature auf der deutschsprachigen Wikipedia. Pack den Link in die Shownotes. Man hat ja zu jedem Wikipedia-Artikel eine Versionshistorie, wo jeder einzelne gespeicherte Stand einer Seite gespeichert ist. Und man kann halt zwei Versionen miteinander vergleichen. Dazu muss man zwei Radio-Buttons anklicken. Und dann sieht man zweimal den Quelltext der Seite. In jetziger Version wird nicht der komplette Text angezeigt, sondern nur die Abschnitte, in denen was geändert wurde. Und dann wird farblich markiert, was gelöscht wurde, was hinzugefügt wurde, was der Unterschied ist. Und der Revision Slider, der macht das anders. Und zwar zeigt er eine waagerechte Linie an, wie eine Balkengrafik ist. Wenn etwas hinzugekommen ist, geht der Balken nach oben. Wenn was weggekommen ist, geht der Balken nach unten. Also schon eine sehr schöne Übersicht, wo man halt sieht, wo ist viel passiert, wo ist viel hinzugekommen, wo ist viel verschwunden. Und man klickt dann auf diesen Balken und dann wird genau einem unten dann auch wieder angezeigt, welche Textänderungen da passiert sind. Genau. Das sieht auch nach ein bisschen aufwendigerer Arbeit aus. Ja,
Aber es ist natürlich auch ein nützliches Tool, um ein bisschen besser zu verstehen, welche Änderungen im Artikel gemacht wurden und das besser nachvollziehen zu können. Genau, und dadurch, dass es über dieses Projekt Technische Wünsche reingekommen ist, kann man sich als Entwickler oder Produktverantwortlicher auch sicher sein, dass es Leute gibt, die das wollten, die genau wissen, wie das funktioniert und die einem dann auch helfen, wenn das in der Wikipedia installiert wird und dann plötzlich Leute hochkommen, die sagen, na, das will ich ja überhaupt nicht, sowas, das ist ja sofort wieder weg. Nein, man hat das demokratisch herbeigeführt. Mhm, genau. Schlau gelöst. Ja, und das ist ein tolles Projekt, vor allem, weil es eben die Wünsche der Leute aufzeigt, die einen Großteil der Arbeit in der deutschsprachigen Wikipedia machen und zeigt, wie sie unterstützt werden wollen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist jetzt aber ein deutsches Projekt, Technische Wünsche. Genau, also es ist ein Teil der Arbeit von Wikimedia Deutschland. Es gibt aber jetzt auch basierend auf dieser Idee ein Team bei der Wikimedia Foundation, das das Ähnliche auf Englisch macht. Aha. Und das funktioniert natürlich in enger Zusammenarbeit und dann wird geschaut, welche Wünsche überlappen zum Beispiel und so weiter. Das war mir neu. Das ist interessant, dass das wirklich nur Deutsch war. Ich dachte, du sagst jetzt, nee, das ist ja auf Meta und das gibt's überall und so. Aha, dann ist das jetzt erst entstehen. Das ist also eine Initiative, die hier entstanden ist in Deutschland. Großartig. Gefällt mir gut. Wir steuern langsam auf das Ende unserer Stunde zu. Du willst ja auch irgendwann schlafen, nehme ich mal an. Du hattest mir aber noch einen Link gezeigt, der mich völlig entzückt hat, nämlich einen Statistik-Link. Wikipedia, Wikidata Statistics und zu Wikipedia. Ich packe den Link in die Shownotes. Da sieht man, welche Arten von Inhalten in den einzelnen Wikipedias, in den einzelnen Sprachversionen der Wikipedias drin sind. Ja. Das heißt Arten, ob es um einen Mensch, um ein Bauwerk oder um ein Ereignis beispielsweise geht. Mhm. Was mich da erstmal zuerst mal hat mich begeistert, dass man das überhaupt unterscheiden kann. Das ist eines der coolen Dinge, die man jetzt mit Hilfe von Wikidata endlich machen kann. Das war vorher sehr, sehr viel schwieriger, an solche Daten zu kommen. Das war eigentlich ging über Kategorisierung der Artikel oder dann mit Auszählen konnte man das quasi machen. Jetzt kann man das eben live machen, ohne zusätzlichen Aufwand. Und was mich dann auch überrascht hat, sind die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachversionen. Auf jeden Fall. Also die Unterschiede sind teilweise schon sehr krass. Und es zeigt halt einerseits, in welchen, also kulturelle Unterschiede oder auch Unterschiede unter den Editoren, welche Themen sie interessieren und wo sie sehr viel Arbeit reinstecken. Und andererseits sieht man aber auch, in welchen Wikipedien sehr viele Artikel von Bots automatisiert erstellt wurden. Gleich ganz oben, die in der englischsprachigen und in der deutschsprachigen Wikipedia gibt es mehr als ein Viertel roten Tortenstück, wo eben über Menschen geschrieben wird. Also ein Viertel, das hat mich auch überrascht, dass tatsächlich über ein Viertel sich um Menschen dreht in den Wikipedias. Während in der schwedischsprachigen über die Hälfte sich um Taxon dreht. Was sind Taxon? Das sind Tiere. Pflanzen, Tiere, genau. Und das ist nicht so etwa, weil die Schweden Pflanzen und Tiere so sehr lieben, sondern weil vermutlich da ein Bot automatisiert eigentlich Datenbankeinträge geschrieben hat. Mhm, genau. Und diesen speziellen Bot gibt es schon recht lange. Mhm. Und als er angefangen hat, war das sicher auch eine, ich will nicht sagen gute Idee, aber eine valides. Nachvollziehbar, warum das gemacht wurde. Man wollte halt Artikel über möglichst viele Sachen was geschrieben haben, hatte aber keine Möglichkeit, das anders abzubilden, als dass man die automatisch generiert. Genau, genau. Und jetzt mit Hilfe von Wikidata könnte man das zum Beispiel so machen, dass diese Artikel, die da jetzt per Bot erstellt wurden, die sind ja ganz schwer zu updaten. Also zum Beispiel gibt es Artikel zu Städten oder so. Die Einwohnerzahl in solchen Artikeln per Bot dann auch wieder zu updaten ist unheimlich schwer.
Jetzt mit Hilfe von Wikidata kann man da einiges mehr machen. Unter anderem haben wir ein Projekt namens Article Placeholder. Und auf den lokalen Wikipedien sind ja immer in diesem Teufelskreis von, sie haben zu wenig Inhalt, was dazu führt, dass sie zu wenige Leser haben, was dazu führt, dass zu wenige von diesen Lesern zu Editoren werden, was dazu führt, dass sie zu wenig Inhalt haben. Und um diese kleinen Wikipedien ein bisschen aus diesem Teufelskreis rauszuholen, haben wir den Article Placeholder gemacht, der jetzt auf 7 Wikipedien zur Verfügung steht. Und die Idee dahinter ist, dass wenn jemand auf so einer kleinen Wikipedia nach einem bestimmten Thema sucht, für das es keinen Artikel gibt, aber wo Wikidata Daten dazu hat, dann zeigen wir so ein automatisch generiertes Datenblatt an und ermuntern den Leser dazu, einen Artikel zu schreiben. Genau, er könnte ja die Informationen jetzt gefunden haben, zum einen, die er brauchte, ja, ohne dass ein Artikel dafür geschrieben werden musste, genau, weil die Informationen aus Wikidata für ihn reichen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn dort jemand meint, zu diesem Tier gibt es auch noch eine Kulturgeschichte oder es gibt besondere Bezüge zu anderen Tieren oder so, dann kann man immer noch einen Artikel anlegen und das dann da reinschreiben. Genau. Der Nachteil von bot-generierten Artikeln, das sind ja mehrere Nachteile, die damit kommen. Ne? Zum einen müssen die halt irgendwann geupdatet werden, was technisch nicht einfach ist, wenn sie einfach nur erstellt werden automatisch und es einfach nur in den Wikitext gepackt wird. Und das andere ist natürlich, dass die Editoren, die in diesem Projekt sind, diese automatisch erstellten Artikel auch mit betreuen müssen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann verfallen die ziemlich schnell leider. Ja. Kleine Wikipedia heißt ja immer tatsächlich in einer direkten Beziehung, dass dort weniger Leute arbeiten. Genau. Ne, es kommt zum einen her, dass manche Sprachen später gegründet wurden, aber man kann einen ziemlich genauen Bezug zwischen Anzahl der von Menschen erstellten Artikeln und Anzahl der aktiven Autoren herstellen. Wenn halt wenige Autoren sehr viele Artikel betreuen müssen, dann sind sie eher mit der Pflege der Artikel beschäftigt, als dass sie neue schreiben können. Ja. Und das technische Schwierigkeit kann man gar nicht unterschätzen, ne? Wenn dann automatisch da was reingeschrieben wird, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt einen neuen Botlauf mache, entweder ich ändere diese Artikel und füge die, ändere Informationen, die sich geändert haben, oder ich lösche den Artikel und schreibe eben einen neuen Artikel rein, womit aber alles verloren geht, was von Hand dort reingeschrieben wurde. Genau. Und bei dem Ändern ist halt schwierig, wenn da von Hand was geändert werden wurde, wie erkenne ich, was jetzt noch, ob die Information nicht zweimal drin steht oder muss ja nur ein Komma einfügen, um den so einen Text dann für einen Bot nicht mehr lesbar zu machen. Genau. Und deswegen eben ist es eine gute Idee, wenn die Artikel tatsächlich einzeln gespeichert sind, aber wenn ich in der Wikipedia dort suche und es gibt zu einem Thema, nach dem ich suche, nach irgendeinem speziellen Asteroiden beispielsweise oder einem schwedischen See, dort aus Wikidata etwas generiert wird, eine Tabelle mit den Daten, die mich interessieren könnten. Genau. Und die der Geschichte hinter Article Placeholder, das ist ja sogar auch noch interessant, weil das war eine Studentenarbeit. Die Lucie Amy Caffey, die jetzt auch arbeitet, hat das ja als Diplomarbeit gemacht. Bachelorarbeit, das heißt ja heutzutage Bachelorarbeit. Entschuldigung. Genau. Und das ist schon cool, ne? Wenn man dann als Bachelorarbeit so an sowas arbeiten kann und nicht an irgendwas, was 3 Tage später in der Schublade landet. Nee, das wird richtig für interessiert. In etlichen Wikipedien genutzt und wird vermutlich auch mal irgendwann in der deutschen landen. Wenn die deutschsprachige Community das möchte, dann. Wenn die das möchte, genau. Ich bin dafür, aber das hat ja jetzt nichts zu sagen. Oh, sehr schön. Ich würde gerne auch nochmal ein persönliches Thema ansprechen. Das für zwischen uns beiden. Mal sehen, ob es klappt. Wir hatten ja doch einige Zeit jetzt Schwierigkeiten miteinander. Was begann mit der Trennung von Pavel Richter als Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland. Ich hatte kein Problem mit dir, aber du hattest doch ein Problem mit mir. Also du warst doch ziemlich sauer auf mich, glaube ich. Ja, nicht mal auf dich persönlich, sondern hielt und halte Pavel für einen sehr fähigen und guten Menschen und fand es damals sehr schade, dass er Wikimedia Deutschland verlassen musste. Und Ja, und dann ich als Präsidiumsmitglied, der auch noch ein Wortführer war für die Trennung, war dann nicht mehr wohl gelitten. Tatsächlich halte ich Pavel auch für einen sehr fähigen und guten Menschen. Das tue ich.
Aber ich war damals zu der Ansicht gekommen, dass, dass seine Ansichten, wie Wikimedia Deutschland sich entwickeln soll, nicht mehr mit dem zusammenpassen, was das Präsidium oder Teile des Vereins auch wollten. Und das heißt nicht, dass ich ihn für einen schlechten Menschen halte, sondern einfach, dass er nicht mehr der passende Mensch für diese Funktion war. Und wurde von ihm, er hat es auch, war auch, von seiner Seite war auch klar, dass er mit den Ansichten des damaligen Präsidiums nicht übereinstimmte. Und deswegen war das für damals, die nach wie vor der Ansicht, ist eine richtige Entscheidung, das so zu tun. Sein Ansatz war eben eine Gesellschaft für freies Wissen und mit, darauf den Fokus zu haben, was ich eben nur für einen Teil dessen halte, was Wikimedia oder Wikimedia Deutschland tun soll, sondern sie sollte eben auch ein Verein für die Wikipedianer sein. Und er hat ja jetzt auch aufgrund seiner Fähigkeiten, die er eben unbestreitbar hat, auch einen weiteren geilen Job gekriegt bei der Open Knowledge Foundation, ja, wo er eigentlich ähnliche Sachen machen konnte. Er hat auch Sachen mitgenommen. Coding Da Vinci, glaube ich, wird auch von der Open Knowledge Foundation betreut und gepusht. Also das und auch eine gute Zusammenarbeit entsteht ja so, wenn dann Leute darüber wechseln. Also mein Ziel war nicht, irgendwen zu ärgern oder das Projekt zu schädigen, sondern das Projekt in eine andere Richtung zu bringen. Dass nicht alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte, ist so, und dass dort auch eben böses Blut entstanden ist, ist sehr schade. Aber ich finde es persönlich sehr schade, wenn man sich dann so, nicht mehr leiden kann, obwohl es eigentlich man doch das Ähnliche will. Mhm. Ja. Und ich hoffe, dass das mit der Zeit vergeht oder vielleicht jetzt auch schon nach dem Gespräch besser läuft. Klar. Schauen wir mal. Ich will da nichts aufzwingen. Okay, aber das war ein, nochmal rekapitulierend, ein zweites fantastisches Gespräch, was wir jetzt geführt haben. Ich gucke nochmal in die Liste. Wir haben über alles gesprochen, worüber wir neulich auch schon mal gesprochen haben. Dem Hörer entgeht nichts. Nee, hier steht noch irgendwas von DBpedia. Was war das? Was ist das? DBpedia ist das andere Projekt, das unter anderem strukturierte Daten aus Wikipedia zur Verfügung stellt. Ach so, so wie der Timeslider-Service, über den wir vorhin sprachen, machen die das auch nochmal anders? Ja? DBpedia gibt es schon eine ganze Weile und die extrahieren halt Daten aus Infoboxen in Wikipedia und stellen die strukturiert und maschinenlesbar zur Verfügung. Bedienen die sich jetzt bei Wikidata oder bei Wikipedia? Sowohl als auch. Ach, sowohl als auch. Ah, interessant. Lohnt auch einen Blick drauf zu werfen. Gut, jetzt haben wir aber wirklich alles besprochen. Wir hatten ein tolles Gespräch und ich danke dir 2700 Mal. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.